Aus den eigenen Reihen gibt es Applaus für die Drohungen von Präsident Erdogan. Er legt im Streit um die Erdgasförderung vor Zypern nach. Unsere Kriegsschiffe, unsere Luftstreitkräfte und andere Sicherheitseinheiten verfolgen alle Entwicklungen in der Region mit der Anweisung, bei Bedarf jede Art von Intervention durchzuführen. Wir raten ausländischen Firmen, die Aktivitäten vor der Küste Zyperns durchführen, ihre Fähigkeiten nicht zu überschätzen und Grenzen nicht zu überschreiten, indem sie den griechischen Zypern vertrauen. Seit Tagen blockieren türkische Kriegsschiffe ein Gasbohrschiff vor Zypern. Das von einem italienischen Unternehmen gemietete Boot wird an Erkundungsfahrten gehindert. Außerdem, so sagt Griechenland, habe die Türkei ein Patrouilleboot wie dieses der griechischen Küstenwache gerammt. Die EU kritisiert das Vorgehen der Türkei scharf. Die Türkei muss sich eindeutig zu gutnachbarschaftlichen Beziehungen verpflichten und jede Art von Reibungen, Drohungen oder Handlungen vermeiden, die gegen einen Mitgliedstaat gerichtet sind und die gute nachbarschaftliche Beziehungen und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten beeinträchtigen. Griechenland fürchtet nun, dass weiteres Säbelrasseln vor Zypern eine größere Krise in der Region auslösen könnte.